Willkommen zu Tastemaker, einem Game, in dem du dein eigenes Restaurant öffnest, tolle Speisekarten für die Gäste kreierst und am besten, wie ich, noch einen tollen Live-Chat parallel dabei hast, der euch herzlich grüßt. Deswegen kommt gern vorbei auf www.twitch.tv/gnude-live. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo natürlich auch und über echte Menschen in den Kommentaren. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und ich wurde gerade gefragt, ob ich dieses Jahr auf der Gamescom bin. Das kann ich definitiv mit Ja beantworten. Ich werde euch ab Juni, Juli dann überall Bescheid geben, wann und wo. Das wird diesmal super organisiert sein. Wir haben eine größere Bühne. Ich freue mich sehr und kann mir auch, wie letztes Jahr, genug Zeit für alle nehmen, dass alle dran kommen. Wir haben auch cooles Programm mit euch geplant. Also da kommen coole Sachen auf euch zu. Und dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Spielen. So, Szenarien, Sandbox. Ich würde Szenarien machen. Wir wollen ja ein bisschen lernen. Fast Food ist das cutest Game. Das heißt, du kannst Fast Food machen. Du kannst wahrscheinlich auch ein edles Restaurant machen. Hier bediene 20 Gäste in deinem Restaurant, verkaufe in einem, dann kannst du quasi verschiedene Szenarien machen. So, verwende die Tasten WASD. Beginne, indem du die Wände deines Restaurants baust. Oh, süß, ich kann mir eigene Wände bauen. Cute. Okay, dann machen wir mal Wände. Ist ja, wie, ist ja voll das kleine Baby-Ding hier. Da passt ja gar nichts rein. Oder ist das hier mein Restaurant? Nee, das ist aber klein. Ach so, ich darf es komplett an der Wand bauen, ne? Dann machen wir das mal. Kann man hier vielleicht auch Menschen quälen? Nicht, dass mich das interessieren würde, aber ich frage für ein Gnu. So, kann ich das auch irgendwie rückgängig machen? Ich will das nochmal in die Mülltonne packen. Wand entfernen, bitte. Ich mache das, wenn dann schon größer, Leute. So. Also wenn schon, denn schon. So, das gefällt mir doch. So, okay, habe ich gemacht. Jetzt brauchen wir eine Eingangstür. Dann nehmen wir doch mal die und die packen wir direkt. Oh, ist ja eine Toilette. Ja, komm, wir nehmen einfach die. So, let's go. So, schaffe Sitzplätze für dein Restaurant. Entweder Tische und Stühle oder eine Theke oder ein Barhocker. Okay, wo finde ich das? Ist es ein bisschen laut für euch oder passt es? Give me Vibes. Dead Plate von einem anderen Blickwinkel. Aber echt. So, was haben wir denn noch? So, wir brauchen jetzt Restaurant-Innenausstattung. Finde ich wahrscheinlich dann hier. Gläser. Du kannst sogar, süß, du kannst es sogar gestalten. Okay, wir nehmen mal so ein bisschen Easy-Zeugs. Obwohl, es ist doch eigentlich ein Ding. Kann ich das nochmal rückgängig machen? So, ich würde das gerne rückgängig machen. Obwohl, ist egal, weil die hätte ich cooler gefunden, aber ist gerade ein bisschen günstiger. Wir haben noch nicht so viel Geld. Wie viel muss ich denn eigentlich machen? Was meint ihr? Ich mache erstmal nur ganz wenig. So, wir nehmen die Stühlchen. So, um ein Gericht auf die Karte zu setzen, musst du das richtige Geschirr auf Lager haben. Geschirr wird in einem Schrank aufbewahrt. Keine Gerichte verfügbar. Wir brauchen Pommes und Nuggets. Oh, Hühnchen. Pfannkuchen, Burger, Steak, Brot, Kuchen und Avocado. Interessantes Spielprinzip. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid, ihr kleinen Stinker. Wir probieren mal ein neues Game aus. Ich finde es bis jetzt sehr spannend, obwohl mir die Stühle hier eigentlich besser gefallen hätten, muss ich ehrlich sagen. So, aber jetzt gucken wir erstmal, wie das Prinzip geht. Danach baue ich das nochmal schöner. So. Okay, wir brauchen jetzt also erstmal das. Wie kann ich das drehen? Gar nicht? Ah, R. Hm, das hat jetzt die Frage, ne? Ich finde es irgendwie doof, wenn du in die Küche gucken kannst. Seid ihr jemand, der gerne in die Küche schaut? Ich nicht. Wenn du mich fragst, ich muss mal kurz meine Kamera hier hinpacken. Ich muss sagen, es ist schon cool, in die Küche zu gucken, aber manchmal ist es besser, wenn man nichts sieht, oder? Nö, nie. Ja, manchmal ist weniger sehen besser, oder? So, was brauche ich denn hier alles? Ich brauche noch eine Theke. Brauche ich noch einen Kühlschrank? Das hat mir alles gar nicht gesagt. Auf jeden Fall brauche ich einen Kühlschrank. Was brauche ich noch? Ein großes Regal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal genug Geld. Ich habe nicht mal genug Platz. Ich brauche ein Hackbrett. Ich brauche auf jeden Fall eine Fritteuse. Eine kleine Fritteuse. Ne, eine große. Boah, das ist ganz schön... Das ist gar nicht ohne, ne? Den Kühlschrank habe ich und noch vielleicht sowas. Ich bin mir nicht so sicher. Die haben ja hier auch noch was Richtiges stehen. Okay, Schrank und 10 Teller brauche ich. Geschirr. Wo finde ich denn Geschirr? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ach, es wird geliefert. Ach so, ich schon. Aber als Koch würde ich mich so beobachtet fühlen, auch wenn ich mir meiner Fähigkeiten sehr bewusst bin. Verstehe ich voll, verstehe ich. Ach, witzig, du bist Koch. Das ist auch geil, wenn man das kann.
Das ist richtig nice. So, wir brauchen jetzt ein Regal. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel schon mal vorgebaut hier. Das Spiel sagt mir eigentlich, was ich brauche. So, ist meine Lieferung da? Die habe ich jetzt einfach. Okay, so, wir brauchen jetzt einen Schrank. Und 5 Kartoffeln. Boah, ist gar nicht so ohne, ne? Da musst du schon drauf haben hier. Dann brauchen wir eine kleine Fritteuse. Eine Babyfritteuse. Ja. Das ist so ein typisches Game, was man spielt, wenn man gerade wichtige Calls hat und nebenbei einfach was spielen möchte. Wo ist die Babyfritteuse? Da. Setz ein Gericht auf die Karte. Ich habe doch noch nicht mal was. Wo sind denn meine Kartoffels? Ah, die kommen erst noch. Hey, ich hoffe, dir geht es gut. Sind große Fans von dir. Hoffe, wir werden in Zukunft mal zusammen zocken. Fortnite oder so. Hallo, wie süß. Ich hoffe, ihr kommt auf die Gamescom, ihr kleinen Stinker. Ich erwarte euch. Mich erinnert die Musik so ein bisschen an Sims 1. Ach, Sims 1, das waren noch Zeiten, Leute. Boah, dauert die Lieferung lang. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Unendlich. Eigentlich ist es auch ganz schön cool, wenn du das Spiel kennst und spielst so einen Sandbox-Modus. Aber jetzt erstmal alles Schritt für Schritt. Erstmal lernen. So, wo sind jetzt meine Kartoffeln? Ah, hier. Ist das, oh, der bringt die. Oh, jetzt habe ich Kartoffels. So, und wie kann ich jetzt die Pommes zur Karte hinzufügen? Wunderbar. So, da kommen schon Gäste. Ah, ich habe noch niemanden hier. Stelle deinen ersten Mitarbeiter ein. Die Mitarbeiter haben unterschiedliche Gehälter, basierend auf ihren Stats. Schwebe mit dem Mauszeiger über die Person, um den Effekt der Stats. Und die, okay, wo kriege ich die her? Hier. Die Luna. Die kann nicht kochen. Schnell ist sie. Ungeschickt ist sie nicht. Ich glaube, ich nehme die Luna. Einstellen. So, Luna, let's go. Let's go, Luna. Mach die Pommes. In diesem Fenster stehen Tipps und Erklärungen. Okay, ich glaube, dass ich dann ready to go bin. Schau mal, die Luna hat richtig Bock. Die geht richtig ab. Perfekt. Ohne Ketchup, ohne Mayo. Unbefriedigend. Leute, Ketchup oder Mayo? Aber es ist mal ein Restaurant-Game, was schnell geht. Und wieso ist es eigentlich nur so klein? War das jetzt schon das Tutorial? Ketchup, Mayo, Senf, Mayo, beides. Ketchup, beides. Oh, ich muss sagen, ich bin mittlerweile, bin ich auch fast Team Mayo geworden. Eine neue Rezension. Speisekarte. Die Qualität des Essens könnte besser sein. Die Deko könnte besser sein. Jetzt fangen die an, sich hier zu beschweren. Kann ich eigentlich auch mein Grundstück ausbauen? Das wirkt alles so ein bisschen klein und deprimierend. Und die fressen mir jetzt schon die Haare vom Kopf. Hm, habe ich eigentlich auch eine Tagesaufgabe? Da war doch irgendwo eine Quest. Voll entspannt die Musik, voll süß. Info. Kauf eine Spülmaschine für das schmutzige Geschirr. Ah. Spülmaschine. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr. So, wo ist die Spülmaschine? Hier. Die packen wir jetzt einfach mal hier so unschön in den Raum. So. In diesem Fenster stehen keine Tipps. So, ich muss gerade mal klarkommen. Kann ich noch jemanden einstellen? Senf. Oh ja, aber dann guter Senf. Guck, ich stehe sogar an für meine Pommes. Habe ich die davor in irgendwie Badewasser getaucht? Oder warum wollen die alle meine Pommes? Ich weiß es auch nicht. Sehr schön. Abräumen, abräumen. Ich glaube, es geht nur noch darum, einen gewissen Umsatz zu machen. Weitere Infos stehen nicht. Wenn das Tutorial endlich sagt, dass es beendet ist und die Leute haben ja auch nichts zu trinken, ne? Dann wahrscheinlich muss ich auch noch die Nuggets machen. Dafür brauche ich aber Zutaten. Dafür brauche ich ein Chicken. Dann hole ich mir jetzt mal das Chicken. Wo ist denn das Chicken? Hier. Machen wir auch mal ein bisschen. Was? Mein Kühlschrank ist zu leer oder zu voll? Brauche ich dafür einen größeren Kühlschrank? Ach, ich habe keinen Kühlschrank. Oh mein Gott. Die Gamescom ist in Köln. So, ich brauche einen Kühlschrank. Klar brauche ich einen Kühlschrank. Jetzt kann ich ja kein Chicken bestellen. So, was, wisst ihr, was ich gut finde an dem Game? Man kommt schnell rein. Ich mag Spiele nicht, wo ich mich so ewig reinfuchsen muss. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Wollen wir auch gleich Steak machen? Komm, wir gehen gleich richtig wild. Ach, mehr kann ich gar nicht rein. Oh, Schokolade, Milch, Avocado, Kaffee, Tomatenmehl. Let's go. Okay, ab ins Regal. Jetzt gucke ich mal, ob das trotzdem bestellt. Ja, das bestellt es trotzdem. Mann, hier wird es richtig dreckig. Fegen. Ich brauche jetzt auch noch was zum...
In deinem Restaurant wird es schmutzig. Kauf einen Besen, damit dein Personal fegen kann. Wo seht ihr hier einen Besen? Oh, ich kann sogar hier dekorieren. Oh. Okay, gib mir Fegen. Staubsauger. Ja, wir wollen Staubsauger. Das sieht so scheiße aus bei mir, aber egal. Zu wenig Zutaten. Die Pommes sind alle! Die fressen mir alle Haare vom Kopf. So, Kartoffeln, let's go. Nächste Lieferung, bitte. So, schnell! Hallo an alle! Voll toll, wie früh du heute streamst. Ja, heute haben wir ein großes, langes Programm für euch, kleinen Stinkies. Ihr wollt ja heute auch bespaßt werden. Damit der Montag ein bisschen erträglich ist. Sag mal, was ist denn an meinen Pommes so geil? Sind es Trüffelpommes? Mögt ihr Trüffel? Mein Vater hasst Trüffel. Mein Vater boykottiert alles, was nach Gourmet schmeckt. Mein Vater ist so einer, wenn du in so einem übelsten Schnöselrestaurant bist und es gibt geiles Zeug, will mein Vater unbedingt nur die Pommes und die rote. Nee, nicht die Pommes. Pommes sind wichtig. Ja, Pommes sind wirklich wichtig. Ich habe schon lange keine Pommes mehr gehabt, Mann. Es gibt kein anderes Restaurant in der Nähe. Aber wirklich, ne? Der Laden läuft, ey. Wenig Zutaten. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Oh, schon wieder die Kartoffeln. Ich komme nicht klar. Die fressen mir. Ich habe doch gerade schon hier bestellt. Wieso dauert denn das so lang? Los, we need Kartoffels. Die Community, das seid alles ihr. Die Gnus fressen mir die Haare vom Kopf. Schnell. So, jetzt bring Kartoffels. Ja, Kartoffeln sind weg, Leute. Katastrophe. Oh ja, das ist wieder Kartoffeln. Kühlschränke sind voll. Nee, ich spiele heute Palworld mit Pebble. Ich spiele nicht mehr alleine. Papo ist jetzt jedes Mal dabei, aber will oder nicht, das ist eine Verpflichtung. So, ich würde mal gerne die Essenssachen ein bisschen aufstocken, aber irgendwie vergeht hier der Tag nicht und die Leute verpissen sich nicht. Haben wir irgendwo eine Uhrzeit? Ich würde gerne mein Restaurant ein bisschen pimpen. Trüffel habe ich noch nie gegessen. Trüffel stinkt halt extrem. Ich mag den Geruch nicht so. Ich mag den Geruch nicht so, meine Freunde. Hm. Spielt er nicht noch Palworld? No, danke schön. Das ist so süß. Lethal Company, ja, spielen wir bestimmt auch wieder demnächst. Ich warte nur auf neue Mods. Aber ab nächster Woche habe ich wieder sehr viel Zeit zu streamen. Jetzt lasse ich mir mein Setup neu einrichten. Da bin ich erstmal für ein, zwei Tage dann offline, weil das ganz schön viel Arbeit ist. Aber ich freue mich. Dann kann ich auch endlich Reactions im Stream machen. Die werde ich euch dann aber auch ankündigen, dass ihr dann quasi auch dabei sein könnt, wenn wir die Reactions machen. Es wird dann so ein bisschen mehr Themen in der Woche geben. Einmal Reaction, dann Experiment in Games, Horror Night, Cozy Games, Story Games, dass man einfach so ein bisschen strukturierter ist. Das Gnusche Volk fragt nach einem neuen Streamplan. Genau, deswegen gibt es die Woche auch noch keinen neuen Streamplan, weil ich nämlich gerade die Woche schwer sagen kann, wann ich streamen kann. Es kommt Donnerstag ein neues Backrooms-Game raus. Das will ich auf jeden Fall spielen mit Keystraw, aber ich sage euch Bescheid, es wird spätestens nächste Woche auf jeden Fall eins geben. Es ist gerade nur ein bisschen schwer abzuwägen. Ich mache immer ein bisschen schöner alles. Vielleicht bringt es ja was, dass die Leute das ja alles ein bisschen schöner finden. Vielleicht auch so ein paar Mona Lisa-Bilder. Guck mal, das finden die richtig nice, wenn das hier so hängt. Das passt halt auch gar nicht rein. Vielleicht so eine Speisekarte noch, so ein bisschen wohnlicher wird. Ich hoffe, dass ich das hier auch noch so ein bisschen größer machen kann. Vielleicht noch so ein paar Lichter. Ja, schön. Guck mal, fühlen sich auch die Leute gleich viel wohler. Kriegen die vielleicht noch so eine romantische Kerze hier hin? Auf die schäbigen Stühlchen. Kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nicht eine Kerze leisten. Das ist sad. So. Ich würde gerne auf die Speisekarte übrigens die Chicken Nuggets setzen. So. Jetzt geht's ab. Mona Lisa Bilder in so einem Fastfood-Restaurant hat auch so einen gewissen Vibe, oder? No, danke Jojo für die netten Worte. Vielen Dank. Oben steht die Tage. Tagnummer, aber ich will, dass eigentlich mal auch Nacht wird, damit ich den Laden mal schließen kann und in Ruhe mal ein bisschen hier alles neu einrichten kann, weil der Laden ist nicht schön. Und ich habe zu wenig Plätze. Ich habe echt zu wenig Plätze hier. Es gibt keine Nacht. Ja, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt holen die Leute Chickens und alles weitere. Kann es sein, dass ich für die Chicken Nuggets aber eventuell noch was brauche? Eine Fritteuse oder was brauche ich dafür? Hat mir gar nicht gesagt, ne? Die werden. Macht die überhaupt Chicken Nuggets? Ja, die macht Chicken Nuggets. Da will jemand Chicken Nuggets, heißt, sie geht einfach hier hin, schneidet die, schmeißt die Fritteuse und dann gibt's Chickens. Nö, die kriegt keine Chicken Nuggets. Fehlt da irgendwas?
Doch, die hat Chicken Nuggets da hinten. Okay, es ist der 1. April. Ich will ein bisschen mehr, ich werde jetzt gierig. Ich würde gern ein bisschen mehr Geld verdienen, weswegen ich jetzt hier noch ja, so einen typischen Fastfood-Tisch reinpacke. Eigentlich der, aber dafür habe ich zu viel. Oder so einer. Das ist so ein richtig typischer Tisch für so Stuff. Aber ich habe nicht genug Platz. Ich würde mich gerne erweitern, Leute. Ich würde gern größer werden. Jetzt kommen alle Gnus. Ja, irgendwie, ich kann auch vorspulen. Übrigens, hier neue Rezension. Die Qualität des Essens könnte besser sein. Das Essen war sofort fertig. Na also, wer braucht da schon besseres Essen, wenn das Essen sofort fertig ist? Das ist entspannt. Habe ich irgendein Ziel? Mir wird gerade nichts mehr gesagt vom Spiel. Inventar. Overlays. Oh, guck mal, ich bin jetzt... Oh, ich war gerade 4,5 Sterne. Ach, verdammt. Ist wieder irgendein Sack unzufrieden gewesen. Ich würde es gerne größer machen. Mal gucken, ob es irgendwie geht vielleicht. Baugrund kaufen. Oh, ich kann Baugrund kaufen. Ah, nice. Ich kann mich hier vergrößern. Ja, Leute, jetzt geht die Party richtig ab. Jetzt wird richtig reingehauen. Ich kann sogar mehrstöckig machen. Das ist ja cool. So, jetzt geht die Party richtig ab, Leute. Ich sag's euch. So. Ich kann mir nicht mehr leisten. Oh, verdammt. Ich brauche ja noch mehr Wände. Uff. Du kannst Fenster bauen. Ja, ich mache das gleich, wenn ich mir ein bisschen Geld verdient habe. Die Musik ist voll entspannt. Oben rechts ist ein Pauseknopf. I know, aber eigentlich hätte ich gerne, dass so ein bisschen mal dann Ruhe ist, damit ich dann mal ein bisschen umbauen kann. Wenn die ganze Zeit Gäste da sind, kann ich das hier irgendwie alles so schwer mal weglöschen, weil hier sitzt ja die ganze Zeit jemand auf dem Tisch. Naja. Außengastro aufbauen für mehr Tische. Ja, könnte man eigentlich auch machen. Guter Punkt, dass man erstmal eine Außengastro anbietet. Moment. Dann lösche ich das mal kurz hier weg. Guter Punkt. So, dann machen wir draußen einfach ein paar Stühle hin. So geht es nämlich schneller mit den Einnahmen. Brauchen wir leider Gartenstühle. Geht gerade leider nicht mehr. Aber es erfüllt erstmal seinen Zweck. Die Leute setzen sich auch ernsthaft hin. Oh nein. Oh Gott, das werde ich, glaube ich, gleich überfordert sein. Ja. Ja, 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 ja. Ich muss hier eine Tür hinbauen. Moment. Wir müssen kurz das bewegen. Und hier muss eine Tür hin, damit ich hier ganz schnell raus kann. Interessant. Lösch einfach die Gäste. Das ist das Beste, was man machen kann. So, ich brauche jetzt erstmal eine Tür. Eine Tür, bitte. So. Wo waren denn nochmal die Türen? Ah, hier. Eine Door. Eine günstige. Ja, nice. Okay. Und dann vielleicht. Nee, ich kann mir keinen Stuhl mehr leisten. Mann. Egal. Immerhin einen Stuhl. Baby Steps. Ich möchte jetzt demnächst das Video Atomic Heart Habits lesen. Habt ihr das schon gelesen? Jeden Tag 1% besser. Das soll richtig inspirierend sein. Da sagt man auch immer Baby Steps. Kühlschränke sind voll, aber das ist doch gut. Wir wollen ja mehr Pommes, mehr Geld, more energy, more passion, more passion. Ich komme über zu gar nichts mehr, ne? Das ist echt furchtbar. Die Leute stehen Schlange. Habe ich jetzt endlich Geld? Ja, jetzt habe ich endlich Geld für mehr Tische. Ich brauche eigentlich schon fast jemanden, der mir hilft. Ich mache jetzt hier einfach Gartenstühle hin. Anders geht's gerade nicht. So, mehr Essen, mehr Stress. Let's go. Oh Gott, die Leute haben richtig Bock. Ich brauche vielleicht fast noch jemanden, den ich einstellen kann. More passion, more passion. Zahlen Kundschaft. Ich komme nicht mehr hinterher. Es ist zu viel. Das Leben ist so schwer. Ich brauche tatsächlich jemanden. Zu wenig Teller. Oh, stimmt. Ich brauche mehr Teller. Wie viel brauche ich denn? Eins. Oh, verdammt. Ich habe nicht genug Teller. Was fehlt mir denn da? Noch ein Cupboard. Uiuiuiuiuiuiui, ich brauche noch mehr. Dafür brauche ich jetzt noch so einen Counter. Ein Encounter. Shit, jetzt wird es langsam unangenehm, Leute. So. Okay, wir lassen die mal kurz fertig kochen. So. Kann die mal kurz da weggehen? Danke. So, dann brauche ich nämlich das hier, muss shiften. So. Und dann kann ich nämlich ein paar Teller bestellen. Chicken McNuggets. Ich komme zu nichts anderes hier gerade mehr, ne? Das ist schon echt Stress. Aber ich mag Stress-Spiele. So. Eins, zwei,
Du kannst sie nicht mehr leisten. Ja, super, ey. Ich brauche mehr Teller, la 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 la. Stress in the hood. So. Das Spiel ist chillig. Das sind so Games, ne, soll nicht disrespectful klingen, aber wenn ich zum Beispiel lange Calls habe, in denen ich nur zuhören muss, spiele ich oft irgendwas Meditatives daneben. Und einmal hat ein Kunde gesagt, ey, du bist gerade auf Steam Live. Und ich so, ich höre aber zu. Klicke auf die Einstellungen-Taste, um die Qualität des Essens festzulegen. Was? Hier? Oh. Oh, oh, oh. Ah. Mh. Oh. Ah, okay. Hab's. Vielleicht noch ein paar mehr Teller. Ich glaube, ich bestelle jedes Mal 15 Teller, kann das sein? Das ist ein bisschen zu viel, ne? Das reicht jetzt mal. Nee, schon wieder zu wenig Teller. Hey, ich komme hier zu nichts. Ich spare jetzt auch noch einen Angestellten, sonst wird es hier eine Katastrophe, weil ich komme nicht nach mit dem Abräumen. Wie ihr seht, die nimmt auch immer nur einen Teller, die Gutste. Die Leute fressen mir die Haare vom Kopf. Wie viel kostet denn ein Angestellter? Prioritäten? Personalsuche. Oh, 130 im Monat Ungeschicklichkeit. Im Monat, ne? Schnelligkeit. Der ist halt schnell, ne? Das ist gut. Ich stelle ihn jetzt ein. Hilf mir. Bitte. Bro, tu was. Ja, es wird immer größer. Das muss schon cool sein. Ja, ich brauche mehr. Was? Zu wenig Fritteusen? Oh, ich brauche noch mehr Fritteusen. Ach du Scheiße. Ja, interessantes Game. Ich find's cool. Macht mir jetzt schon Spaß. Wird ein Game sein, was ich definitiv suchte. Sobald ich jetzt... Ich spar's mal auf viel Geld, um das mal alles in eine Bude zu bringen. Und ihr könnt ja auch noch Fine Dine machen, ne? Ich mache jetzt ja gerade wirklich einfach nur Fast Food. Da geht ja noch richtig viel. Steak habe ich zum Beispiel auch. Dafür ist der Kühlschrank voll. Das heißt, ich mache dann vielleicht auch noch eine extra Küche hier dann hin. Und hier den Essbereich einfach größer. Öffnet das Deko-Overlay. Okay. Dekor. Dekoration. Ich habe doch schon dekoriert. Hm. Machen wir sonst einfach noch ein Lämple hin. So, dann gefällt es den Leuten vielleicht ein bisschen besser. Hm. Ich kann einfach nicht den Discord joinen. Ja, was ist denn da los? So, und jetzt farmen. Farmen. Ey, was ist das für riesen Chicken McNuggets? Sieht aus wie so ein Handschuh, so ein Kochhandschuh. Öffne das Deko für dein... Ja, aber ich habe doch jetzt schon genug dekoriert. Ich möchte jetzt gerade nicht dekorieren. Ich habe gerade andere Ziele-Game. Na, nochmal Musik. Ich glaube, das ist romantisch. Da haben die Leute Bock drauf. Ich habe nur keinen... Ah doch, hier habe ich Platz für Musik. So. Schau mal, wie schön. Kühlschränke sind voll. Die Steaks, ne? Für die Steak brauche ich wahrscheinlich noch wirklich 10 nackte Fritteusen. Ich glaube, ich brauche noch für die Fritteuse, für das Steak noch irgendwie... ein Aquarium. Ein Herd. Kleine Fritteuse. Spülmaschine. Einen Ofen brauche ich wahrscheinlich dafür. Hm. Aber hey, ich bin schon 3,5 Sterne. Das ist okay. Die Musik ist echt entspannt. Einnahmen. Minus 310 Ausgaben. Öffne das Deko und die Dekoration. Ich will das nicht, Restaurant anzusehen. Ja, das passt doch. Ich bin damit gerade zufrieden. Ich habe nur das Problem, dass einfach zu viele Menschen sind, die Hunger haben. Kann man das noch irgendwie effektiv schneller machen? Bin mir nicht sicher. Das Spiel weiß ich gar nicht. Kann man mal gucken, wie viel das kostet? Ah, 11,99 €. Aber da gibt es, wie gesagt, viele Stufen. Das ist jetzt Fast Food, das ist gerade Tutorial. Das heißt, ihr könnt auch noch Fine Dine machen und unfassbar viel. Aber es macht jetzt schon Spaß. Und ich spule gerade. Zu wenig Zutaten. Was fehlt schon wieder? Das Chicken ist alle. Die Leute haben mir wieder die Chickens vom Kopf gefressen. So, was brauchen wir hier? Nochmal Hühnchen. So. Nächste Lieferung kommt. Aber, ah, der Kühlschrank. Ah, jetzt ist er wieder voll nice. Chicken, es ging ja schnell. Es bildet sich eine lange Schlange. Ich kann nichts dafür, wenn die Leute zu viel fressen wollen. Ich glaube, ich muss noch mehr Stühle machen. Aber eigentlich wollte ich jetzt... Ach, egal, komm. Wir geben den Leuten, was sie wollen. Die wollen alle essen. Schön auf den Gartenstühlen hier draußen. Fresst. Es gibt mehr Platz.
Schlagt euch drum. Stimmt, ich kann ja eigentlich hier auch noch welche hinpacken. Dann hocken die sich hier zu dritt hin. Ja, natürlich. Warum kam ich nicht davor schon auf diese grandiose Idee? Ich mache hier einfach mehr Stühle. So, viel Spaß beim Überarbeiten. Ja, voll süß. Sie sind vorbereitet, die Mods. Handherzis an die Mods in den Chat. Oh, die warten aufs Essen, ne? Schneller, schneller, schneller. Ich glaube, die werden unzufrieden. Was ist für eure längste Wartezeit beim Essen? Ich habe einmal 3 Stunden auf was gewartet. Und zwar, weil das Essen 2-mal vergessen worden ist. Das war unschön. Oh, ich glaube, da gehen jetzt die ersten gleich. Oh, jetzt wird's knapp. Mehr darf ich nicht machen. Zu wenig Fritteusen. Uiuiuiuiui. Da ist gleich jemand ganz unhappy, den haben sie komplett vergessen. Wir haben den ersten Kunden, glaube ich, gleich verloren. Ah, ich kann den auch Farben geben. Ach so, ich kann die Sachen auch einkalorieren. Süß, guckt mal. Ich kann ja auch die ganzen Stühlchen so anmalen, wie ich will. Ich kann die alle rosa machen. Oh, ich kann die alle einkolorieren. Das ist ja cool. Kann ich den Tisch auch einkolorieren? Nee. Da hört's auf. Okay, aber das ist ja cool. Die muss aufs Klo. Oh, ich habe keine Toiletten. Hups. Wo kriege ich... Ach, hier. Aber wo soll ich die denn hinpacken, Mann? Hier draußen? Nein, das machst du jetzt nicht, Girl. Oh mein Gott. Im Schneidersitz geht die hier aufs Klo. Oh mein Gott, okay. Easy, let's go, Girl. Wunderbar. Okay. Hey, also jeder, wie er es mag. Und die pinkeln da einfach alle vor. Die beschweren sich, die gehen nicht mal Hände waschen. Die beschweren sich nicht mal. Ach, du Heiligsblechle. Ich glaube, mit dem Game muss ich noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich glaube, da kann man richtig schlimm eskalieren. Da ist schon wieder jemand unhappy und geht. Oh, nicht gut. Nix gut, nix gut. Ich muss jetzt gleich mal pausieren und alle löschen und alles neu machen, weil, wie gesagt, die sind ja ultra unhappy alle. Ich komme gar nicht hinterher. Ich weiß gar nicht, was die die ganze Zeit machen hier. Es werden gerade echt viele Leute unglücklich. Ich verliere auch voll viel Sterne. Ich brauche mehr Fritteusen. Ja, ich brauche mehr Fritteusen. Ich habe mich jetzt zwar echt lange dagegen gesträubt, aber es ist an der Zeit, einzugestehen, dass ich mehr Fritteusen brauche. Okay, dann machen wir das. Mehr Fritteusen, bitte. Der hier nochmal. Staubsauger machen wir mal weg. So. Okay. Dann habt ihr mehr Fritteusen. Zu wenig Zutaten. Alles eskaliert. Was brauche ich jetzt schon wieder? Was ist jetzt schon wieder weg? Die Hühnchen, die Pommes, die Kartoffeln. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Die nächste Lieferung kommt doch schon. So. Der Laden löbt. Zieh lieber Wände. Ich mach das auch gleich, ja. Zieh gleich Wände. Aber ich brauche noch Geld. Die Wände sind echt teuer. Leute, sobald ich die Wände habe, wird alles besser. Deswegen warten wir jetzt einfach mal. Immerhin haben wir eine Toilette, Leute. Das ist doch das Allerwichtigste. Guck mal, jetzt können die Leute durch die zweite Fritteuse auch echt jetzt schnell. Zu wenig Teller schon wieder. So, 5 Teller müssen reichen. Und das Chicken ist auch schon wieder alle. Ich glaube, ich spinne. Wir brauchen schon wieder Essen. Ja, ich glaube, so Gastro ist echt nicht ohne. Wenn ihr eine Sache habt, fehlt die nächste auch schon wieder direkt. So, kommt hier noch ein Chicken oder... Ah ja, Chicken kommt schon, nice. Einnahmen und Ausgaben. Da dann gegenzurechnen, das ist schon echt nicht easy. Und ein zweites Schneidebrett, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ein zweites Schneidebrett. Lass mal gucken. Schneidebrett. So. Ja, das passt doch jetzt. Zu wenig Zutaten. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Das Chicken ist doch da. Schon wieder weg. Hä, der hat doch gerade Chicken gebracht. Der hat doch gerade Chicken gebracht. Da ist es doch wieder. Immer die Chickens, ey. Die Leute sind echt übel. Und vor allem, wie gesagt, ich komme nicht hinterher. Es ist einfach too much. Vielleicht brauche ich fast noch einen Angestellten. Ich weiß nicht, was meint ihr? Den Thomas? Der ist halt ungeschicklich. Oder den Paul, der ist halt schnell. Meint, ich brauche noch jemand? Wieder zu wenig Zutaten. Hey, da ist. Ich verstehe nicht, warum das Chicken die ganze Zeit verschwindet. Ich glaube, ich muss wirklich mehr von dem Chicken bestellen. Aber der sagt halt, der Kühlschrank ist voll, ne? Weil noch Steak drin ist. Hm.
glaube, ich brauche echt noch einen zweiten Kühlschrank, kann das sein? Ich glaube, ich brauche einen zweiten Kühlschrank. Weil die Chickens sind alle. Oder er bringt jetzt halt wieder ein Chicken wahrscheinlich. So, das Kühlschrank voll. Jetzt haben wir doch 4 Chickens. Ja, ich brauche einen zweiten Kühlschrank. Also bei Knur würde ich mir zweimal überlegen, dort essen zu gehen. Ey! Oh Gott, wir kommen nicht nach. Hilfe, hört auf, mir alles vom Kopf zu fressen, die ganzen Haare. Also ich würde doch einen einstellen, oder? Schnelligkeit, Kochen, Ungeschicklichkeit. Ja, komm, let's go. Wir brauchen deine Hilfe. Prioritätenfenster, du solltest Priorität... Ah, ich kann den auch Prioritäten festlegen. Das ist geil. So, du heißt Paul. Nee, du bist Knu. Regulär, du bist Anzug. Und ich möchte jetzt, dass er einen pinken Anzug trägt. So, eine pinke Krawatte. Und dann möchte ich eigentlich, dass Paul... Zone uneingeschränkt. Okay, dann Paul, mach mal. Und das Chicken ist schon wieder alle. Weil wir einfach nicht verdammt Platz im Kühlschrank haben. Ich brauche mehr Platz. Das geht so nicht. So, ist der Kühlschrank schon wieder voll. Was kann man bei ihm einstellen? Der Daniel. Daniel Outfit ist auf jeden Fall kochen, weil du bist der Koch. Das heißt, so schränke ich die wahrscheinlich ein. Und ich würde auch sagen, dass sie... Was zur Hölle tut sie da? Ach, sie geht staubsaugen. Sie macht auch einfach mal alles. So. Ja, ich habe die Nägel schön. Ich habe jetzt Shellack mal an meine Füßchen machen lassen. Ich habe richtig schöne, gepflegte Füßchen jetzt. Weil mir war es immer so unangenehm zu so Pediküre, Maniküre. Ich habe gedacht, egal, ich mache das jetzt einfach mal. Es war richtig gut, dass ich es gemacht habe. So, legst du die Prioritäten deines Personals fest? Ah, hier. Deko, Overlay. Aber das ist doch jetzt, die Prioritäten sind doch festgelegt. Wo ist denn dieses... öffne das Deko... Genau, wo ist denn dieses Prioritäten festlegen? Ah, hier. Ah, okay. Bedienen. Er soll bitte nur kochen. Sie soll bedienen. Abspülen. Er soll bedienen. Ja, ich denke, das sollte so passen. Abspülen. Und er kocht nur. Probieren wir mal, ob das gut ist. Sauberkeit. Ah, da sehe ich dann den Müll. Hey, das Spiel ist echt geil. Sorry, es macht übel Bock. Es bildet sich eine lange Schlange. Mann, Leute, ich komme nicht hinterher. Ich mache jetzt gleich mal den Laden größer. So, jetzt gucken wir mal, ob das besser läuft. Schon interessant. Es gibt auch bald Burger, ja. Ich brauche gerade nur, wie gesagt, noch mehr Chicken. Chicken ist schon wieder alle. Und ich mache mir jetzt gleich, wenn ich die Wände größer gemacht habe, auch einen zweiten Kühlschrank. Oder ich mache jetzt einfach mal einen Staubsauger hier raus und mache jetzt schon einen zweiten Kühlschrank. Weil ich kann mir einfach nie was leisten. Das ist furchtbar. Ich brauche einen großen Kühlschrank. Und da baller ich jetzt die Chickens rein. Ich sag's dir. 1, 2, 3, 4, 5, let's go. Los. Bring mir die Chickens. Wir brauchen mehr Chickens. Die Leute fressen einfach ununterbrochen. Ja, ist echt gemütlich hier, ne? Finde ich doch schön. Draußen auf diesen furchtbaren Stühlen und dieser Toilette. Kann ich mit der Toilette auch irgendeine Eigenschaft machen? Reinigungshäufigkeit. Witzig, du kannst ja echt alles einstellen. Das ist ja cool. Okay, bei den Leuten sehe ich, wie zufrieden die sind. Nice. Und was? Oh, jetzt habe ich die gelöscht. Ups. Ja, sind schon wieder 2 nicht bedient worden. Ne? Schlecht, weil wir keine Chickens mehr haben. Deswegen nämlich. Okay. Ich gucke jetzt gleich, ob ich eine Wand ziehen kann. Hätte auch gerne mal draußen eine Toilette. Ja, vor allem neben deinen mit. Guck mal, da ist sogar was drin. Scheiße, der kackt einfach. Oh mein Gott, der kackt ja eine noch größere Wurst drüber. Ach du heiliges Blechle, Leute. Das ist furchtbar. Die spülen auch einfach nicht, ne? Aber guck mal, jetzt gehe ich mal hoch und mach mal ein bisschen Cash und dann baue ich das mal aus. Zu wenig Teller natürlich schon wieder, ne? Ich brauche 19. Hier, Szenario, Verkauf in einem Monat. Guck mal, ich habe es geschafft. Ist doch gut. Ich bin schon mal mittel. Ich bin gar nicht so schlecht. Mehr Teller. So. Boah, ekelhaft. Wir verarbeiten das wahrscheinlich auch gleich zum Essen. Das ist ja pfui-deifelig. Also das muss wirklich so gut sein, hier diese Pommes. Ich weiß zwar nicht, was daran special ist, aber wisst ihr, was an den Pommes gut ist? Das sind nämlich Kartoffeln, über die nämlich Knus drüber gedüngt haben. Und deswegen schmecken die so gut. Das ist nämlich der einzige Trick an der Sache, Leute. Aber so ein Sandkastenmodus macht doch bestimmt auch übel Bock, oder? Das müssen wir auch mal ausprobieren, wenn wir so Sandbox-Modus machen und einfach richtig escaladen.
Okay, ich gucke gleich mal, wenn ich die 1000 habe, ob ich dann mal ausbauen kann. Und ich habe schon wieder zu wenig Teller. Ich raste aus. Was ist denn jetzt? Und weil ich schon wieder zu wenig Schränke habe. So, egal. Die Leute kommen trotzdem immer wieder. Was gibt es denn so an Rezensionen hier? Die Deko könnte besser sein. Das Restaurant war sehr sauber. Hast du die Toilette gesehen, mein Freund? Egal. So. Sandkastenmodus ist, dass du unendlich Geld hast und so viel bauen kannst, wie du willst. Und ihr seht, die Schlange wird einfach immer länger. Das ist ja furchtbar. Was finden die denn so geil an dem Stuff hier? Und wie gesagt, wir kommen echt nicht hinterher mit dem Geschirr. Liegt es vielleicht daran, dass es auch einfach irgendwann voll ist, der Geschirrspüler, und man einfach nicht mehr abbauen kann? Wir haben also schon so viele Gäste, dass wir fast einen weiteren Geschirrspüler brauchen. Okay. So. Ich gucke jetzt, dass ich einfach mal ausbaue, Leute. Ich bin bereit, ein bisschen auszubauen. Und wir gucken mal, ob das hier so einfach geht. Wir einfach die Leute einbauen können. Was passiert eigentlich, wenn ich die Leute nicht mehr gehen lasse? Oh, ich liebe das Spiel. Es lässt mich einfach rigoros bauen. Geil. So, jetzt ist es ein bisschen doof. Habe ich noch genug Geld? Ich mache jetzt einfach mal hier zu. So. Dann machen wir mal die Wand hier weg. So. Das machen wir auch mal weg. Dann sitzen die alle schon mal ungewollt irgendwo drin. Ich kann sogar oben nach oben bauen. Baugrund, mehr Baugrund kann ich mir auch noch bauen. Das passt aber jetzt erstmal, obwohl vielleicht baue ich mir noch ein bisschen hier noch was hin. Ich mache es noch ein bisschen größer. Oder meine Mäuschen, was meint ihr, hä? So, wir brauchen auch Toiletten. Für Männlein und Weiblein im besten Fall. Das heißt, ich würde fast eigentlich das hier alles mal umbauen. Fritteusen kommen hier nach hinten. Das Schöne ist, du kannst auch einfach hier abbrechen und da fliegen dann die Fritteusen in der Luft. Nee, tun sie nicht. Ist schon mal sehr gut. Dann machen wir hier mal das Schränkchen hin. Bitte einmal hier das Schränkchen. Dann haben wir hier einmal, das bewegen wir auch, die Kühlschränkchen. Das heißt, wir machen hier einfach die Riesenküche hin. So. Einfach ausgesperrt. Die Leute befinden sich jetzt einfach in einem Raum, ob sie wollen oder nicht. Ach so, damit kann man immer nur drei spülen. Ja, das ist ja natürlich kritisch hier, ne? Das heißt, ich würde das, glaube ich, so machen, dass ich das hier hinbaue. Das dann hier hin. Die Fritteuse hier hin. Dass wir so eine Ecke haben. Und dann diese Cupboards machen wir dann nämlich. Verwendeter Gegenstand. Ah, okay, das verwenden die gerade. Okay, die verwenden das gerade. Dann spulen wir mal kurz vor und warten, bis man hier so ein bisschen mehr Platz hat. So, ich glaube, jetzt wird es nicht mehr verwendet. Nee, wird immer noch verwendet. Mann! Räum es jetzt ab! Kann ich die Leute auch mal nach Hause schicken? So, 30 lock 33 persons in a restaurant. Wieso lock? Warum denn eingesperrt? Die können doch wieder gehen, wenn sie wollen. Hä? Ach, die kommen nicht rein. Warum sind die denn? Warum denn lock? Die können doch alle rein. Verstehe nicht, warum mir das Spiel jetzt unterstellt, dass ich hier irgendwann eingesperrt habe. Schneidebrett Reichweite. Das tue ich auf jeden Fall von mir weisen. Die können ja doch rausgehen. Was ist denn los mit denen? Kommt doch rein. Hat doch Platz, Freunde. Kommen Sie, kommen Sie. Verstehe euer Problem nicht. Ihr könnt doch alle raus, wenn ihr wollt. Na, geht doch. So, guck mal, jetzt gehen die hier rein und raus. Doch toll. Schaut mal, so läuft der Laden. Was ist denn los mit denen? Was soll denn das? Hä? Sind die ein bisschen doof? Der Durchgang zwischen den Tischen fehlt. Ach, deswegen. Oh. Deswegen gehen die raus und rein. Warum machen wir keinen Umsatz? Ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. So, jetzt sollte das aber besser klappen. Okay, gucken wir mal, ob die jetzt eventuell hier reinkommen. Ja, läuft doch, Mann. Lebt der Lachs, der lebt. So, ich würde gerne das jetzt. Ich kann es nicht verwenden, ne? Weil sie die Teller nicht abräumen. Das ist ja nervig. Okay, die räumen einfach nicht die Teller ab. Die Schweine. Ach, guck mal, der hat es sauber gemacht. Ach, wegen dem Schneidebrett kann das sein. So. Ich muss das Schneidebrett mal wegpacken.
So, jetzt. Dann muss ich es halt tatsächlich echt kurz verkaufen. Das ist doof gemacht. So, aber das kann ich jetzt. Kann ich den Teller bitte verkaufen? Ich verkaufe die nochmal, die Counter. Ich kaufe immer nochmal neue. Die Belegschaft ist schon komplett im Stress. Es ist furchtbar. Und ich würde eigentlich gerne mal, dass das Spiel mir erlaubt, das fände ich ganz toll, dass das Spiel mir eventuell mal kurz erlaubt, dass ich mal den Laden schließen darf. Geht das? Kann ich mal den Laden kurz schließen, bitte? Nee. Dass die einfach mal weggehen. Kann ich hier irgendwo so ein Closed-Schild mal hinhängen, dass ich sage, bitte hauen sie ab. Einfach neue Teller aufkaufen. Zu wenig Spülbecken. Aha. Ich brauche noch ein neues Spülbecken? Ich mache jetzt noch eine Spülmaschine hin, weil ich glaube, wir sind einfach maßlos überfordert. Spülbecken fürs Klo wahrscheinlich, ne? Stimmt, da war ja was. Die Leute müssen sich ja auch die Hände waschen. So. Ich möchte einfach mal kurz Pause haben. Die sollen alle mal bitte einfach... Oh mein Gott, da hat jemand einen Tisch kaputt gemacht. Ihr Loser. Wer hat hier einen Tisch kaputt gemacht? Hör auf, hier zu kochen. Ich bin gerade überfordert. So, ich mache das jetzt hier hin. Das bewege ich jetzt auch mal. Das kommt dann auch hier hin, so. Und dann mache ich den Kühlschrank nämlich hier hin. Und den Kühlschrank mache ich hier hin. Und dann habe ich hier schon mal so meinen Küchenbereich. Und die Gäste essen natürlich so. Guck mal, die sehen direkt, was kommt auf den Tisch. Es ist furchtbar. So, dann würde ich mal anfangen, die Tische zu erneuern, sobald mal die Leute weg sind. Die geht hier einfach kacken. Ah, oh, scheiße. Verkauf doch die Tür. Aber dann kommen ja die Alten nicht mehr raus. Die müssen ja aufstehen. Ich brauche ja hier Platz. Ich brauche Platz. Ich muss hier raus. So, Leute. Könnt ihr... Luna beschwert sich, weil sie so viel zu tun hat. Luna, arbeite schneller. So. Da wird hinten Hände gewaschen. Ih, hier laufen schon Ratten rum. Scheiße. Ich ist einfach zu schmutzig. Wir kommen nicht hinterher. So, ich verkaufe das jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, ich muss ganz kurz finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Und das nach und nach hier. Also, das würde ich mir gerne wünschen vom Spiel. Liebes Spiel, gib mir bitte die Möglichkeit, meinen Laden zu schließen, um alles neu aufzurüsten. Bitte lass es einmal kurz Nacht werden oder so. Statistiken... Personalsuche, Prioritäten, erstelle Zonen, um die Bewegung des Personals einzugrenzen. Aha. Zone? Zone 1. Das heißt, einer ist nur in der Küche. Ah. Okay. Dann haben wir Zone 2. Das ist dann das hier. Nee, Moment. Ich will das nochmal rückgängig machen. So. Einmal Zone 1. Das ist nur die Küche. Und dann möchte ich wieder eine neue Zone machen. Die ist dann zum Beispiel Toilette und noch eine neue Zone. Und das ist nur Servierbereich. Ach, das ist ja cool. So, und dann kann ich hier wahrscheinlich die Leute hinzufügen, oder? Zu den Zonen. Und zwar bei Prioritäten. Geht das hier irgendwo, dass ich sage Zone, Lohn, Schnelligkeit, Kochen? Wo sind meine Zonen? Zone. So, kann ich hier irgendwie die Leute hinzufügen zu den Zonen? Zone. Kann ich dann hier auf zum Beispiel jetzt ihn drücken und sagen, du bist jetzt Zone hier? Bist du in der Zone? Die Zonen dürfen sich nicht überlappen. Nee, ich glaube, das ist ein wenigstens damit zu tun hat. Mach wieder den Türtrick, wo alle rein und wieder rausgegangen sind. Ja, das Problem ist, das machen die nur... Ah, hier kann ich jetzt was abbauen. So, nice. Das machen die halt leider nur, wenn die Tische besetzt sind. Aber jetzt kann ich eh schon mal ein bisschen bauen. Das ist ja schon mal ganz gut. So, ich hätte nämlich jetzt gerne diese Tischchen hier. Die sind doch ganz cute. So, dass man nämlich diese Dining-Tische hier macht. Macht man dann einmal hier. Oder hier? Ja, die kommen ja trotzdem raus, glaube ich. Dann machen wir einmal die Stühlchen hier. Wir haben doch gleich schon viel besseres Flair. So, das machen wir jetzt. Da rüsten wir jetzt einfach alles auf, nach und nach. Das heißt, auch hier kann dann theoretisch noch was hin... Hier. Ja. Und den Rest muss ich noch ein bisschen schieben. So. Und dann gucke ich, wenn die gehen, dass ich dann den Rest hier jetzt zum Beispiel abbauen kann. So, wunderbarst. Das ging da, wo du deren Kleidung geändert hast. Ach so, da kann ich dann die Zone, das mache ich jetzt gleich mal, dass ich die Zonen denen zuordne. Das ist natürlich sehr cool. Und ich kann auch hier wieder alle Stühle und alles ändern von den Farben her. Das ist natürlich auch nice.
So, dann haben wir das hier. Das passt. Wunderbar. So, wo kann ich die Kleidung nochmal ändern beim Personal? Wo war das? Deko, Sauberkeit, Overlays, Prioritäten, aktualisieren. Wo war das nochmal? Toiletten abtrennen. Nein! Ja, es kommt gleich noch. Du musst auf die Person klicken. Ah, hier. A-Zone. Okay, die ist jetzt in der Zone. War das die rote oder die braune? Ich muss mal ganz kurz gucken. Die rote. Die soll nur in der roten sein. So. Er soll auch auf der roten und der. Und er soll bitte einfach nur kochen. So, gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. Das ist ja cool. Also ich finde das Spiel cool. So, was hat denn der hier für ein Problem? So, ihr seid jetzt bitte alle in euren Zonen. Und ich mache kurz den Tisch hier weg schon mal. Und das mache ich auch weg. Und das mache ich auch weg. Das mache ich weg. Das mache ich weg. Und das mache ich weg. So, jetzt warte ich noch kurz, bis die hier abgedeckt werden. Luna beschwert sich, weil es nichts zu tun gibt. Warum gibt es nichts zu tun? Ach so, die muss ja wahrscheinlich auch in die Küche gehen, ne? Sonst darf die ja gar nicht. Die muss eigentlich, die muss überall hingehen dürfen. Sonst kann die ja nicht abspülen, ne? Und er ja eigentlich auch. Er muss ja auch in die Küche gehen dürfen. Ist er ja eigentlich. Ich lasse ihn auch überall hingehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Er muss in die Küche und Toilette muss er nicht gehen. So, weil das macht ja die Luna. So. So. Nice. Perfekt. Lebt der Laden. Lebt. So, dann verkaufe ich den noch. Sobald die weg ist, verkaufe ich das noch. Das verkaufe ich auch schon mal. Super. Bitte den Tisch abbauen. Wunderbar. So, dann kann ich nämlich jetzt hier schon mal den nächsten Tisch hinpacken. Also das wäre noch genial, wenn sie das noch machen würden, dass ich da noch die Möglichkeit habe, zu pausieren und so eine kleine Verschnaufspause vielleicht zu kriegen. Das wäre doch noch ganz schön. So. Ich kann es mir nicht leisten. So. Okay. Voll entspannte Game. Ich lieb's. So, und bitte den Teller da hinten wegmachen, bitte. Dann können wir auch endlich mal eine Toilette haben. Yay! So, jetzt machen wir noch einen Tisch hin. Kann ich mir noch nicht leisten. Ach, scheiße. Und dann mache ich nämlich gleich mal eine Toilette auch, sobald die hier mal alle fertig gegessen haben. Kann ich auch den Boden ändern? Bestimmt, oder? Geht bestimmt gleich. So. Okay, dann können nämlich gleich noch mal mehr kommen. So. Vielleicht sperrst du sie ein, dann machst du nur einen Ausgang. Ihr kleinen Sadisten. Das ist meine Community. Ach, guck mal, ich kann auch einen Boden machen. Schön. So, dann gucken wir mal. Ich finde eigentlich so ein Diner-Boden ganz nice. Machen wir einfach mal so einen. Dann hat die Küche nämlich auch endlich mal... Ah, das kann ich nur einzeln anklicken. Okay, ist okay, ist okay. So, mehr kann ich mir auch schon nicht leisten. Schau mal, wird doch, Leute, wird doch. Ich bin im Minus. Jetzt muss aber mal richtig ranklotzen hier. Ein Teller ist kaputt gegangen. Ihr Schweine. So, okay. Und die Toiletten, ganz wichtig. Ich überlege gerade, wie ich die Toiletten gestalten kann, dass Männlein und Weiblein extra eine Toilette haben. Ich möchte aber eigentlich ungern, dass die hier über die Toilette reingehen, über die Dinge reingehen. Aber ich glaube, es geht nicht anders. Vielleicht würde es aber anders gehen, wenn ich das hier schiebe, das hier hinmache. Doch, ich glaube, ich krieg's hin, Leute. Ich glaube, ich krieg's hin. So. Dann machen wir nämlich einmal das hier noch hin. So. Dann kann mir nämlich keiner mehr nachsagen, dass ich keine extra Toiletten habe. Wir lernen von der Besten. Ja, Leute, öffnet mit mir eine Gastronomie und geht pleite, denn ich werde dafür sorgen. So, jetzt kann es nämlich gleich abschließen. Das ist ganz cool. So. Wunderbar. Guck mal, es wird doch langsam. Ach, die scheiß Ratte da. Egal, die kommt mit auf den Nackettisch. Verdammt, wir haben Ratten. Mon Dieu, wo zur Hölle gibt es hier was gegen Ratten? Mann. Ich habe doch hier irgendwas gesehen. Wo war denn das? Bei Deko? Bei hier? Ah, hier, Mäuse fallen. Boah, ist die teuer. Scheiße. So, vielleicht läuft ja ein Kunde rein. Oha! Die Ratten sind wirklich das Nugget.
Ach du Scheiße. Ey, ich komme nicht nach mit dem Staubsaugen. Ich muss, glaube ich, dem hier sagen, dass er bitte auch, der muss auch mitputzen. Das funktioniert so nicht. Der muss mitputzen. Wo kann ich das nochmal einstellen? Hier. Der muss auch putzen, sonst wird es hier nichts. Das ist furchtbar. So. Die hat's ja richtig zerplatzt. Und der Teller ist auch kaputt und den kümmert sich keiner. Zu wenig Teller. Ja, warum wohl, wenn die ganze Zeit alles zerstören hier? So. Die Kunden lieben es, Leute. Hochwertig und schön. Und die Toilette ist schon wieder nicht und er kackt einfach drüber. Ich werde echt welk hier. So, dann machen wir nämlich hier nochmal eine Toilette hin. Nochmal ein Spülbecken und dann ziehe ich da gleich nämlich so eine Wand drüber. Und dann haben die nämlich alle extra hier. Guck mal, die ist sogar im Schneidersitz, habe ich noch nie geschissen, muss ich ehrlich sagen. Ich würde nie im Schneidersitz kacken. Ich habe sowas Lustiges gemacht. Mein Bruder hat so eine lustige Angewohnheit. Wir haben so eine Family-Gruppe in WhatsApp. Und der schickt immer, egal wo er ist, aus dem Urlaub, wuhu, ob das bei euch gerade genauso ist, I doubt it. Und ich dachte mir, komm, das toppe ich jetzt ja vorhin auf dem Klo und habe das denen geschickt und habe gesagt, wuhu, ob das bei euch gerade genauso ist, I doubt it. Und dann haben sie gesagt, ich habe gewonnen. Dieses Video ist Gold wert. Leider kann ich es nicht teilen. So, Tür. Dann machen wir einmal die Tür hier hin und einmal hier hin. So, dann haben wir jetzt endlich Toiletten, Leute. Wir haben Toiletten! Wuhu! Und wir brauchen Fenster, bitte. Wie ist es denn... Wie kommt ihr denn jetzt darüber? Wie ist es denn möglich, dass ich... ja, endlich, Leute, wir haben es geschafft. Ein Rattenragout. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich glaube, wir haben einfach nur zu wenig Essen und zu wenig Personal. Ich brauche, glaube ich, fast noch mal Personal bei dem ganzen Gewirre hier. Because it's too much. Ich komme nicht mehr hinterher. Ich stelle noch mal jemand ein. Das geht so nicht. Und zwar brauchen wir Andy. Oder brauchen wir Camilla. Also sind alle so ungeschicklich. Schnelligkeit einstellen. Andy, du bist der Mann. So, Andy, du ziehst dir bitte erstmal einen Anzug an. Und Andy, du bist der Boy für alles. Du, brauchst erstmal auch alle Zonen uneingeschränkt, weil das braucht eigentlich auch der andere. Wo ist denn der hin? Der hier, weil sonst kann der gar nicht auf dem Klo putzen. So. Du bist bitte einmal zuständig für Bedienen, Abspülen und Putzen. So. Andy. Eigentlich kann ich ihr, obwohl es kein Outfit ist, ganz cute. So. Schneller! So, gucken, ob das reicht oder ob noch irgendwas fehlt. Ich habe 3 1/4 Familiengruppen. Brauchen wir irgendwie noch Mülleimer oder sowas? Ich würde halt jetzt gerne auch mal hier ein bisschen dekorieren. Hier sollte ich immer die Toiletten so ein bisschen andere Farben haben. Dip, 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 dip. Lassen Sie sich nicht stören. Und alles so ein bisschen anders einkolorieren, so dass man zum Beispiel hier... Oh, guck mal, ich kann das auch zum Beispiel hier so komplett machen. Oh, das ist ja cute. Was nehmen wir denn für eine Tapete? Ich hätte auch gerne, wie gesagt, so ein bisschen eine andere Tapete. Ja, das ist doch ganz schön für die Küche. Schaut mal, langsam wird das doch alles, Leute. Langsam. Langsam wird das doch alles. So. Wunderschön. Wunderschön. Alle sind so sad. Die sind doch absolut glücklich, diese Menschen. Findet ihr nicht? Ich finde, die sehen ganz schön glücklich aus hier in meinem Laden. Oh, ich habe nur noch 2 Sterne. Oh mein Gott, das wird alles schlimmer. Ja, das ist gar nicht so easy hier, ne? Das muss man schon alles richtig planen. Katastrophe. Katastrophal. Scheiße. Ich hoffe, das zählt auch, dass ich das hier alles umdekoriere. Ich kann mir das nicht leisten. Das ist ja lächerlich. Macht mal ein bisschen mehr Geld hier, Leute. Fürs Klo eine andere Tapete. Ja, ich mache da jetzt einfach das rein. Oh, wo ist es denn jetzt? Das. So. Und hier. Komm schon, noch ein bisschen Cash. Cash, 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 Cash. Wieso kochen die jetzt auf einmal hier? Es geht einfach nichts. Hier funktioniert nichts. Es ist einfach eine Katastrophe hier. Ich glaube, ich brauche noch so ein paar mehr Counter. Was brauche ich denn mehr? Was fehlt denn? Müssen die mehr... Die heulen auch die ganze Zeit rum wegen den Zonen irgendwie. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen gucken, dass es hier... Vielleicht auch noch einen zweiten Staubsauger vielleicht. Das könnte auch noch ganz gut sein. Maybe, baby.
Vielleicht auch einfach einen Besen. So. Gucken wir mal, ob es besser wird. Und dann würde ich ein bisschen die Umgebung gestalten, weil hier liegt auch noch so viel Müll. Wieso macht keiner... Endlich macht er mal den Teller weg hier. So, weil dann brauchen wir auch keine Rattenfalle mehr. Die kann ich jetzt auch mal irgendwo anders hinpacken. Vielleicht hier? So. Sehr gut. Guck mal, wird doch langsam. 3 Sterne, Leute. Let's go. Das wird. Das wird. Ich muss sagen, das Spiel macht echt Spaß. Guck mal, auf einmal ist alles sauber. Es sind nur kleine Stellschräubchen, die man ändern muss. Und auf einmal schmeckt es den Leuten wieder richtig. So, so läuft der Laden endlich. Und dann machen wir auch hier einen zweiten Stuhl hin. Überfordern wir wieder alle so ein bisschen. So, schön. Geld! Getränke. Brauchen wir Getränke? Ich finde, wir könnten mal unsere Speisekarte hier erhöhen. Ne? Hier geht irgendwie gar nichts. Was brauchen wir denn für Steak eigentlich? Hm, Hähnchen. Was braucht er für ein Hähnchen? Der sagt mir gar von der Karte streichen. Also eigentlich sagen die mir gar nicht, was ich noch so benötige. Was benötige ich denn als Beispiel für Milch oder für Steak jetzt? Steht gar nicht da. Muss ich das noch erlernen oder was geht ab? Burger. Was brauchst du jetzt für Burger? Für Burger, das habe ich noch gar nicht. Mehl. Heißt es, sie müssen es dann selber kochen? Kaffee? Kaffee ist halt geil, ne? So eine Kaffeemaschine ist eigentlich schon echt wichtig, finde ich. Und ich würde, glaube ich, noch einen nächsten Counter machen, dass ich hier noch ein bisschen mehr Platz habe. Einen größeren Counter. So, und da packen wir was drauf? Was gibt es hier denn noch so? Ein kleiner Mixer. Großer Mixer, Kaffeemaschine. Guck mal, da gibt es noch Bar, Mikrowelle, also Ofen. Es gibt noch viel. Ich glaube, für das Hühnchen brauchen wir einen Ofen, ne? For the chicken, we need a oven. Und ich finde, da hier ja Platz ist, kann hier hinten auf jeden Fall eine Pflanze hin. Die bringt ja ein bisschen Deko. Die ist maximal hässlich. Wir brauchen eine schönere. So ein Baum. Bam. Einmal läuft's, ne? Was ist passiert? Guck mal, wie gut. Der Laden läuft. Jetzt machen wir noch ein bisschen Deko rein und ein paar Fenster, Leute. So. Ja, seht ihr? Guck mal. Kühlschränke sind voll. Ist doch gut. So, ich mache mal ein bisschen langsamer und mache jetzt mal ein paar Fenster hin. Hier war das. Fensterle. Ja, so ein bisschen so größere. Wie teuer sind die? Es ist halt langsam, sieht es schon Fine Dining aus hier, ne? Das soll es eigentlich nicht. Wie viel kostet das Fenster? Gar nicht mal so viel, ich merke es gar nicht. So, ist ja kaum was. Und dann kann ich nämlich hier noch Deko kaufen. Dekoration. Schaut mal, wie schön. Schaut mal, Leute, es wird. Es wird, Leute, es wird. Ja, es macht echt Bock, das Game. Ich kann es nicht anders sagen. Das kann ich mir nicht leisten. Ein Aquarium kann ich mir nicht leisten. Skandal. Ja. Ich will jetzt gleich noch hier so eine Menükarte haben. So. Dass die hinter dem Typen ist, dass der Typ von allem Raum angestarrt wird und ich weiß warum, weil er nicht checkt, dass die Karte hinter ihm ist. Das kann ich mir nicht leisten. Jetzt reicht's. So, gib mir jetzt Geld. Ich kann es mir immer noch nicht leisten. Das ist doch wohl ein Witz. So jetzt. Cool. Der Laden läuft. Jetzt kommen alle. Schau mal, jetzt läuft's. Ich will unbedingt aber noch einen 4. Stern haben. Eigentlich würde ich gerne noch einen 5., aber dafür reicht's wahrscheinlich nicht. Zu wenig Zutaten. Was fehlt jetzt schon wieder? Das Hühnchen. Hm, ich würde mich auch, wie gesagt, gerne mal an mehr ranwagen, als immer nur die gleichen Sachen, die ich hier serviere. 11 Stück. Wie viel habe ich denn gerade in Stock? Gar keine. Okay, das heißt, wir machen mal nächste Lieferung. Let's go. Gib mir das. Hey, die Leute machen meine Teller kaputt! Das Chicken ist aus. Vor allem, es wird jetzt halt immer edler und wir bieten nur noch Chicken an. Das kann ich eigentlich nicht akzeptieren. Wir brauchen eigentlich jetzt echt dringend mal hier neuen Stuff. Was gibt's denn so? Ich hätte eigentlich gerne den Ofen für das ultimativ krasse Chicken. Wollt ihr einen Ofen? Ja, 2-stöckig wird halt geil, ne? Das Spiel macht übel Bock. Ich werde es weiterspielen. Wenn ihr mehr folgen wollt, müsst ihr mir Däumchen nach oben da lassen. So, wir probieren es jetzt mal mit einem Ofen, Leute. Bam. Was kann ich jetzt durch den Ofen machen? Zubereitungsqualität hoch. Kann ich mir jetzt durch den Ofen... Nee, immer noch nicht. Was kann ich denn in den Ofen schieben?
Und Teig, kleiner Mixer, was gibt's da so? Kann ich dann eventuell, also wie schalte ich denn diese Sachen hier frei? Ausstattung, Chicken, weil das steht irgendwie gar nicht da. Hühnchen, Steak, dafür kriege ich die Burger. Aber was brauche ich für das Steak? Hufe nach oben. Brauche ich für das Steak eine Zapfsäule? Was benötigt es für das Steak? Du siehst bei dem Gericht die Ausstellung, die du brauchst. Genau, aber irgendwie nicht hier. Also ich kann nur hier drauf drücken und hier. Da sehe ich es. Aber ich kann nicht hier drauf drücken. Ich kann nur sehen, dass ich Pfannkuchen zum Beispiel. Was brauche ich für Pfannkuchen? Wahrscheinlich muss ich das nach und nach freischalten, kann es sein. That's a pretty good question. Ich würde noch ein bisschen... ich glaube, ab dem Moment, wo ich Bier anbiete, läuft der Laden. Ich würde mal gucken, ob ich dekorationstechnisch noch ein bisschen was machen kann. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was. So ein Mona Lisa-Bild holt es wahrscheinlich raus. Oder so ein paar Lampen oder sowas. So in die Mitte. Schau mal. Das ist doch schön. Die Leute wollen Licht beim Essen. So, ich mache noch ein bisschen Deko und dann könnt ihr mir gerne bis nächstes Mal Bescheid geben, wie ich die nächsten Zutaten freischalte. Und ich würde wahrscheinlich, wenn euch diese Folge gefällt, noch eine Fine-Dine-Folge machen. Deswegen haut mal Hufen nach oben raus. Ich kann euch das Spiel sehr empfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so Bock macht tatsächlich. Würde ich jetzt nicht gleich Richtung Palworld gehen oder Palworld, würde ich definitiv dieses Game jetzt weitersuchten. Und das ist immer eine sehr, sehr gute Bilanz, muss ich sagen. Ja, Tipps und Tricks immer gerne. Daumen nach oben da lassen. Ich werde diesen Spielstand auf jeden Fall weiterspielen und vielleicht mache ich noch ein paar abartige Experimente mit dem Game auf meinem Hauptkanal GNU. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da machen wir immer so Gaming-Experimente. Das könnte hier sehr lustig werden. Vor allem, weil die Schlange einfach immer größer wird.